Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Bewerbung auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Jan Steffen und ich freue mich, Sie im Namen des Landesinstituts für Schule durch unser heutiges Programm zu führen. Heute geht es um das Thema Bewerbungen und im Besonderen um das Vorstellungsgespräch. Da freue ich mich, mit Angelika Zupang zu sprechen. Sie ist Hoteldirektorin des Radisson Blu in Bremen. Liebe Angelika, schön, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank. Angelika, wo sind wir denn hier? Ich möchte die Frage einfach direkt mal starten. Der Raum ist ein besonderer Raum oder scheint ein besonderer Raum zu sein. Das ist unser Timeout, also Auszeit sozusagen. Und das ist unser Teamrestaurant. Also hier gibt es lecker Essen mittags, abends, morgens für unsere Mitarbeitenden, sodass die sich hier wohlfühlen. Haben wir gerade aktuell die Tapete neu gestaltet, neue Stühle und so weiter. Also es ist ein wichtiger Ort, wo man sich auch trifft und auch schöne Gespräche führen kann. Wow, das heißt, die Mitarbeiter, wenn man bei euch arbeitet, hat man auch quasi einen eigenen Pausenraum direkt, der auch, das kann ich an dieser Stelle bestätigen, einen Hotelcharakter hat. Magst du uns noch ein bisschen über dein Haus erzählen, bevor wir zu unseren Fragen zum Bewerbungsgespräch kommen? Ja, sehr gerne. Also ja, ich bin Angelika Zupanz und ich bin hier jetzt seit einem guten Jahr die Hoteldirektorin des Radisson Blu in Bremen. Und ich blicke aktuell schon auf 30 Jahre Hotelkarriere zurück, war ganz viele Jahre bei Hilton, habe da viele Stationen durchlaufen, war in vielen Destinationen und bin dann vor einem Jahr hier nach Bremen gekommen. In das schöne Radisson Blu, was ich wirklich sehr liebe. Wir sind hier mitten in der Stadt, in der Böttcherstraße, im Herzen und das macht einfach nur viel, viel Spaß hier. Und ursprünglich wollte ich tatsächlich Lehrerin werden. Ach. Ja, ich habe dann, um mein Studium zu finanzieren, viel in der Gastronomie gearbeitet und dabei habe ich dann festgestellt, dass ich sehr gerne Gastgeberin bin, dass ich gerne neue Menschen kennenlerne. Außerdem reise ich gerne und dann bin ich gewechselt in die Hotellerie und habe eine klassische Ausbildung gemacht zur Hotelfachfrau. Und was geblieben ist aus der Zeit meines Studiums, ist einfach die Freude daran, mit jungen Menschen zu arbeiten, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg, sie weiterzuentwickeln. Ja, und das macht auch in der Hotellerie sehr viel Spaß. Von der angestrebten Lehrtätigkeit hin ins Hotel und das seit über 30 Jahren und jetzt in Bremen. Genau. Toll, dass wir bei dir sein dürfen. Herzlichen Dank. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, denn es geht heute darum, dass wir Schülerinnen und Schülern darstellen möchten, was muss man bei einem Bewerbungsgespräch bei dir beachten, wenn man denn bei euch im Haus anfangen möchte, um dann vielleicht sogar genauso eine Karriere hinzulegen, wie du das gemacht hast. Und die erste Frage, die ich vorbereitet habe, ist, wenn ich mich am Markt umschaue, sehe ich ganz viele Berater und Coaches, die Schülerinnen und Schülern sagen, ja, im Vorstellungsgespräch, da musst du die Arme auseinanderreißen, um offen zu wirken. Überschlag das Bein nicht übers linke, sondern übers rechte oder andersrum. Achte darauf, welches Gewicht du auf welchen Fuß setzt, um dynamisch zu wirken. Jetzt mal Hand aufs Herz. Also mein Gefühl ist, dass das eher irritiert, weil wenn ich ein junger Mensch bin und 50 Regeln bekomme, dann weiß ich überhaupt nicht, worauf soll ich jetzt gerade achten. Worauf achtest du? Also was ist für dich bei einem Vorstellungsgespräch so das, was dir wichtig ist? Achtest du da drauf, ob er das Bein jetzt links oder rechts rum über das andere geschlagen hat? Sind das Themen für dich? Ja, unbedingt. Also rechts oder links ist ja wichtig. Nein, Spaß. Also ich verstehe, dass das kann durchaus zu Verwirrungen führen und man kann da vielleicht ein bisschen zu sehr sich darauf konzentrieren, ob man das jetzt alles richtig macht. Andererseits, so einfach nur mit dem Hinweis, sei ganz wie du selbst in ein Gespräch zu gehen, ist auch nicht optimal. Also so ein paar Tipps und Hints sind schon ganz wertvoll. Und wir versuchen von unserer Seite immer eine Atmosphäre zu schaffen, wo man sich auch entspannen kann, wo man sich wohlfühlt und wo dann beide Seiten die Chance haben, sich kennenzulernen ein bisschen und zu verstehen, passen wir zusammen oder nicht. Und was für den Bewerber wichtig ist, ist auf jeden Fall, sich vorher über das Unternehmen zu informieren, vielleicht auch schon mal ein paar Fragen zu formulieren, die so aufkommen, wenn man sich schlau macht über das Unternehmen. Und dann geht es viel um Neugierde und Interesse zeigen. Und unser Thema in der Hotellerie ist natürlich auch ein bisschen die guten alten Manieren. Also bitte sagen und danke sagen und den Kaffee nicht schlürfen und nicht im Stuhl flezen, ist schon ganz angebracht. Das hilft auf jeden Fall. Und wenn man sich da gut präsentiert, dann hat man eigentlich, und diese Basics berücksichtigt, dann hat man eigentlich schon die halbe Miete eingefahren. Also hat es auch in gewisser Weise schon mit Etikette und Anstand zu tun. Ja. Natürlich, wir sind hier heute durchs Haus gegangen, das ist ja schon sehr beeindruckend auch. Und da ist es natürlich dann schon auch so,
dass man sich auch selber auch in einem solchen Parkett, sag ich mal, sicher fühlen möchte. Genau, nicht zu salopp und nicht zu umgangssprachlich, schon ordentlich artikulieren, aber trotzdem natürlich bleiben und authentisch und seine Persönlichkeit einbringen. Ja, und das ist ja auch der Trick in der Ausbildung, die Feinheiten lernt man ja dann in 3 Jahren Hotelfachausbildung. Und von daher erstmal ganz herzlichen Dank dafür. Was soll denn der Kandidat oder die Kandidatin zum Bewerbungsgespräch mitbringen? Also ich erinnere mich an ich habe mich auch mal beworben, das ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich eine Mappe dabei, da war mein Lebenslauf ausgedruckt, dann hatte ich ein Buch dabei, also ein Notizbuch, wo ich mit Stift eben interessierte Notizen verfassen konnte und so weiter. Ist das heute noch so? Erwartet ihr das? Also es ist ja so, dass wir im Vorfeld die Unterlagen alle schon bekommen. Ne? Also die Notwendigkeit ist nicht da. Dennoch empfehlen wir eigentlich den Bewerbenden, dass sie sich durchaus noch einen Ausdruck mitbringen, weil wir festgestellt haben, dass es doch ein bisschen Sicherheit gibt und es ist eine besondere Situation, wo man auch aufgeregt ist. Und dann kommen vielleicht Fragen auf, wenn man dann weiß, ach, ich habe doch noch meinen Ausdruck dabei, fühlt man sich einfach ein bisschen wohler. Also das finden wir, hilft oft. Und etwas zu schreiben, auf jeden Fall, weil wer kann sich das schon alles merken, was da besprochen wird, ne? Gerade in dieser besonderen Situation mit der Aufregung. Und dann, wenn man sich Notizen macht, kann man auch im Nachhinein einfach nochmal Revue passieren lassen. Wie war das Gespräch? Was habe ich mir aufnotiert? Was waren vielleicht meine Fragen, die da aufgekommen sind? Das vergisst man sonst. Man ist einfach zu aufgeregt. Und gerade die jungen Leute, das ist ja nicht, dass sie ständig in solchen Gesprächen sind. Macht einfach Sinn, wenn man sich auch was zum Schreiben mitnimmt. Und ansonsten gute Laune mitbringen. Sehr gut, gute Laune. Und als Bewerber oder Bewerberin kann ich mir im Vorfeld ja auch meine Fragen, die ich an dich habe, aufschreiben. Das ist auch völlig absolut gängig, oder? Absolut. Ne, weil das ist ja ein aufregender Moment. Das ist wahrscheinlich für viele auch eines der ersten Vorstellungsgespräche. Ja. Dann in so einem beeindruckenden Haus und das Ganze drumherum, das Surrounding. Und das heißt, diese Unterlagen geben mir als Bewerber ja auch Sicherheit, dass ich meine Fragen formulieren kann und auch vielleicht meinen eigenen Leitfaden nicht verliere. Also es geht nicht nur eben darum, dass ihr kontrolliert und sondern im Gegenteil, sondern dass es für den Bewerber eben auch ein Stück weit Sicherheit bedeutet. Ganz genau, wie du das zusammengefasst, ist genau richtig. Das gibt dem Bewerber eine Sicherheit, ne? Dass er einfach dann nochmal weiß, oh ja, ich habe da was dabei, kann mich auch ein bisschen festhalten und da kann ich auch zur Not nochmal nachgucken. Das ist einfach gut und hilfreich. Klasse. Ja. Was ziehe ich denn beim Vorstellungsgespräch an? Also ich kenne Fälle, da wurde dann der Sohn, oder also in dem Fall der Sohn, in den Kommunionsanzug gesteckt, der seit 2018 schon nicht mehr gepasst hat, weil er einfach gewachsen ist. Aber man muss einen Anzug tragen und es musste eine Krawatte sein, weil die Eltern dieses Bild vor Augen hatten. Ja. Wie ist das denn bei euch? Das ist sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Aber was ist so euer Anspruch? Was sagt ihr, das sollte schon getragen werden? Also unsere Personalleiterin, die sagt immer, ein Interview ist wie ein erstes Date. Und dafür wirft man sich ja auch in Schale. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Wunderschön. Ja. Ne? Aber dennoch, also auch jemand, der in Jeans und Pullover kommt, kann durchaus beeindrucken. So ist das nicht. Die Mindestanforderung ist saubere und ordentliche Kleidung. Und dazu gehören auch die Schuhe. Ja. Und auch mit einem Hemd oder einer Bluse kann man eigentlich nichts falsch machen. Also da ist man auf der sicheren Seite. Und was wir eigentlich gar nicht mehr oder wo wir gar nicht mehr drauf achten, ist die Haarfarbe. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Also Haarfarbe, Piercing, Tattoos spielt keine Rolle, sondern ganz im Gegenteil gehört mit zur Persönlichkeit dazu. Wow, das ist aber ein Wandel, der da in der Hotellerie auch stattgefunden hat, jetzt gerade vertreten durch euch. Ja, aber das ist so, die Gesellschaft entwickelt sich eben auch in diese Richtung. Toll, dass ihr da so offen seid. Ja, zu meiner Zeit war das auch noch ganz anders. Ja. Also, aber das ist jetzt, hat sich geändert, zumindest in unserem Unternehmen. Das bedeutet also, dass ich natürlich schon mich ordentlich anziehe, geputzte Schuhe, ganz klar, also die Basics erfüllt sind, aber ich muss mich für euch nicht verkleiden. Darf ich das so zusammenfassen? Ja. Also, dass ich eben nicht vom Großvater die Krawatte ausleihen muss, um da als 15-jähriger Interessierter oder Interessierte maximal seriös zu wirken. Weil da fühlt man sich auch nicht wohl. Ne? Das ist ja der verkleidet richtig. Ist, oder? Also, das genau. Jetzt mal. Genau. Dann eine Frage, die man immer wieder gestellt bekommt und ich bin in diese Falle selber über viele Jahre in Vorstellungsgesprächen reingetappt. Was stellt ihr für Fragen? Mhm. Und im Besonderen eine Frage, die ganz viele immer umtreibt, ist die Frage nach den Stärken und den Schwächen. Ja,
Wie ist das bei euch? Fragt ihr das? Und auf was für Fragen kann ich mich vorbereiten als Interessent, der bei euch anfangen möchte? Also es kommt natürlich immer auf die Position an, aber wenn wir jetzt speziell über Auszubildende reden, dann ist das so, dass uns natürlich in erster Linie interessiert, warum die Hotellerie? Ja. Warum dieser Beruf? Warum diese Ausbildung? Gab es da schon mal Berührungspunkte? Ne? Hat man da schon mal was erlebt? Vielleicht selbst mit den Eltern auf Reisen gewesen und fand Hotels einfach aufregend? Oder schon mal irgendwo ein Praktika gemacht etc.? Das interessiert uns in erster Linie. Dazu kommen auch die Fragen. Und wir switchen auch ganz gerne mal ins Englische. Also Sprache spielt auch eine wichtige Rolle, sodass während des Interviews einfach 5 Minuten auch mal auf Englisch gesprochen wird, darauf kann man sich auch gut vorbereiten. Und wir empfehlen auch, dass man zu Hause mal mit Familie und Freunden übt, so seinen Lebenslauf in eigenen Worten darzustellen, super, zu präsentieren. Also, dass man darüber einfach spricht, meine Hobbys, meine Vorlieben, was habe ich in der Schule schon so gemacht, habe ich Praktikas gemacht, wo war ich auf Reisen, ja, was sind meine Lieblingsfächer, was interessiert mich, das einfach mal so ein bisschen zu Hause schon proben und so eine gute Selbstpräsentation, die kann schon beeindrucken. Also das hilft auf jeden Fall. Und dann fragen wir so ein bisschen, weil du fragtest, Stärken, Schwächen, da sagen wir eher, was machst du gerne, ja, und was magst du gar nicht? Und wenn jemand sagt, ich mag gar nicht zu telefonieren und ich mag auch nicht Smalltalk, dann ist eigentlich schon klar, dass dieser Beruf wahrscheinlich nicht der richtige ist, es sei denn, man strebt eine Kochausbildung an. Aber ansonsten muss man halt mit Menschen schon gerne umgehen möchten. Ne? Wow, da stecken ganz schön viele Informationen drin, die du mir gerade gegeben hast. Und zwar das eine ist, man kann ja dann wirklich zusammenfassen, über den Lebenslauf, deinen eigenen Lebenslauf mal frei zu sprechen, dass man sich über sein Leben im Grunde genommen auch bewusst ist, was treibt mich eigentlich an. Und das Thema Englisch, da glaube ich, oder würde ich unterstellen, dass man natürlich schon ein gewisses Englisch sprechen können muss, aber eben nicht verhandlungssicher. Da muss sich jetzt keiner nächtelang schlaflos umherwälzen, weil dieser Englischteil kommt. Aber man muss eben schon ein Gefühl für die Sprache haben. Und ich finde die Frage nach dem, was man gerne macht, sehr gut, weil gerade bei den Stärken und Schwächen, da habe ich noch gelernt, dass ich als Schwäche immer das sagen soll, was mir am Ende als Stärke ausgelegt wird. Ja, so der Klassiker, ne, weißt du, dieses, also meine Schwäche ist, dass ich immer ganz ungeduldig werde, wenn es zu lange dauert. Genau. So. Das ist vorbei, sondern es geht wirklich um die Persönlichkeit und darum. Richtig. Und in der Regel ist es ja auch so, was ich gerne mache, das ist oft meine Stärke. Und was ich nicht so gerne mache, das ist oft meine Schwäche. Wobei Schwäche ist ja eigentlich auch schon nicht richtig. Ne? Ja. Also wir konzentrieren uns generell darauf, was die Leute gerne machen, wo sie stark sind und da sollen sie besser werden. Das ist unser Ansatz, den wir hier haben. Super. Ja. Das ist auch für die Hotellerie vielleicht gar nicht unüblich, dass das zählt, was man kann. Und wo man seine Stärken sieht. Deswegen ist die Ausbildung im Hotelfach und ja auch in der Küche ja doch sehr, sehr vielseitig. Also ich bin selber gelernter Hotelfachmann, darf ich in dem Zusammenhang erwähnen. Und was man nach 3 Jahren Ausbildung so gelernt hat, das ist schon allumfänglich anwendbar. Also ich sage immer, man kann sich danach auf jedem Parkett bewegen. Richtig. Mhm. Und klar, und deswegen kann man natürlich im Rahmen einer solchen Ausbildung auch die Stärken fördern und eben auch ausbauen. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, liebe Angelika, und zwar, wer ist bei so einem Gespräch dabei? Also ich erinnere mich bei mir aus meiner Vergangenheit an ein Vorstellungsgespräch, da saß ich als angehender Auszubildender vor 7 Verantwortlichen. Oh, kannst du dir vorstellen, dass das ein langer Tag war? Schrecklich. Ja, das ist schrecklich. Wie ist das bei euch? Wer sitzt da am Tisch? Bei uns macht das unsere Personalleiterin, die Angelika Saul, alleine mit dem Bewerbenden. Und ja, wenn dann jemand beeindrucken konnte und überzeugen konnte, dann wird er eingeladen zum Schnuppern und kommt dann ins Hotel und kann dann hier mal live miterleben, wie sich das hier so anfühlt. Und dann lerne ich in der Regel auch den Bewerbenden kennen und dann lernt er auch alle möglichen Kollegen hier kennen. Und da achten wir darauf, ob er sich hier wirklich wohlfühlt und ob das etwas ist, wo er sich grundsätzlich vorstellen kann, dass das ja ein Beruf ist, den er in den nächsten Jahren ausüben möchte. Und das ist dann der Prozess bei uns, also nur einer. Im Vorstellungsgespräch im ersten Jahr. Genau. Ja, das klingt fair und nach einem, ich sag mal in Anführungsstrichen, weichen Fall. Also man kann gut ankommen und man kann sich eben wirklich kennenlernen. Und diese verschiedenen Stufen, die du beschreibst, zeigen ja auch, dass ihr euch eben die Zeit nehmt
und um den Kandidaten wirklich auch kennenzulernen, weil ihr natürlich auch wisst, passt der Beruf oder wie wahrscheinlich ist das, dass es zusammenpasst. Denn am Ende ist es halt auch, wenn es nicht passt, ist es für beide Seiten ja nicht erfüllend. Genau. Und gerade in eurem Beruf arbeitet ihr viel mit Emotionen und positiven Erlebnissen. Ja. Und deswegen ist natürlich da auch wichtig, dass die Chemie stimmt. Und natürlich die Schulnoten, aber die Chemie hat mindestens genauso eine Relevanz. Absolut richtig zusammengefasst, ja. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Gibt es eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die du noch gerne gestellt bekommen möchtest? Ansonsten würde ich mich ganz herzlich dafür bedanken wollen, dass wir bei dir zu Gast sein durften und in diesem wirklich schönen Haus, und wünsche dir schon jetzt für die weitere Auswahl von Bewerbern und Bewerberinnen alles Gute. Vielen Dank, so gerne. Also ich war sehr gerne bei dem Interview dabei. Und zu guter Letzt möchte ich einfach noch sagen, wir freuen uns wirklich über jeden Bewerbenden. Wir sind hier leidenschaftliche Gastgeber und brennen für die Branche und suchen immer nach Nachwuchs und Talenten und freuen uns über jeden, der sich dafür interessiert. Das ist eine Branche, die einfach wundervoll ist und die einem die Welt öffnet und wo die Welt auch zu Gast ist. Da lernt man fürs Leben, wie du das auch gerade schon gesagt hast, und macht neue Freunde und ja, hat vor allem viel Spaß. Ganz herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank für dieses wunderbare Schlusswort. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bewerbung auf den Punkt gebracht. Vielen Dank und schönen Tag für Sie.